Feuer 5, Stärke 52, sehr gut. Geschicklichkeit 18, Weisheit 74. Mana 40 bis 60, Lebensenergie 199, sogar schon. Lernpunkte haben wir im Moment keine mehr. Deine aktuellen Lernpunkte brauchst du, um deine Attribute zu steigern, um neue Fertigkeiten zu lernen. So, Feuerball haben wir noch gar nicht. Schwertkampf ist schon sehr hoch, das gefällt mir. Schmieden können wir, Taschendiebstahl, Schlösser knacken nur einmal. Da würde ich aber auch vielleicht schon nochmal irgendwie... Ja, Erze schürfen würde ich auf jeden Fall noch mitmachen. Und das werden wir wahrscheinlich alles noch lernen. Nun gut. Und stand da auch, welches Level wir sind? Stufe 9. Naja. Ist ja jetzt nicht so das Wahre. Okay. Ist auch weit runtergefallen. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? So. Gerade nicht. Dann nicht. Und zwar müssen wir wieder komplett zurück und da werden wir dann auch gleich mal wieder Sachen verkaufen. Und was wollte ich noch machen? Ach, guck mal, hier ist er doch. Den wollten wir doch die Suppe geben. Hey, Bruder, warte mal. Wegen deines Eintopfes. Hier, nimm deinen Eintopf. Hier, nimm den Eintopf. Der ist ja schon kalt. Und jetzt? Soll ich ihn dir etwa noch aufwärmen? Nein, schon gut. Wegen mir kannst du dich auf dem Hof umsehen. Aber halte dich von der Gruft fern und fass nichts an. Dankeschön. So, ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich weiß es nicht. Das ist immer so, wenn man das voraussagt, dann muss man am Ende dann gar nicht mehr niesen. Ja, so ist es auch. Oh, oh, oh. Wo sind wir denn hier? Ruhe in Frieden. Ja. So enden wir alle mal. Ja. Ruhe in Frieden. Ja. Ein Grab. Nein. So enden wir alle mal. Ist da hinten noch irgendwo was versteckt? Ruhe in Frieden. Ja. Ein Grab. Nein. Ruhe in Frieden. Ja. Ein Grab. Nein. Knochen. So enden wir alle mal. Grabstein, Grabstein, Grabstein und die Gruft. Wo wir nochmal kurz den hier machen. Weil wir wissen ja alle schon, wie gefährlich das in so einer Gruft ist. Hier haben wir nochmal einen Grabstein. Ein Grab. Oh, das schallt sogar so geil. Ruhe in Frieden. Das ist geil gemacht. So. Hier ist irgendwas komische Steinplatte. So enden wir alle. Was haben wir denn hier Schönes? In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berengir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler: Ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Okay. Oh mein Gott. Oh. Trank der Regeneration, Bolzen und rostiger Zweihänder, der ist aber Mist. Skelett, hier haben wir auch noch was, da haben wir ein Jagdmesser. Haben wir da hier auch noch einen gehabt? Nee, den haben sie geklaut. Oh, hier gibt es ja schön viele Sachen. Wow, wow, wow. 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 Was hat denn der? Warum leuchtet denn der so komisch blau? Und nochmals wow. Und hier ist auch noch eine bereinigt. Eine was? Weisheit im Kampf. Nehmen wir mal. Ach so, das war bestimmt das Buch, was da wollte. Berengirs Truhe. Okay. Bank. Skelett. Oh, das ist ja ein Traum hier unten. Ja, so gefällt mir das. Der Meister.
So, stehen wir mal wieder auf. Genug Meister gespielt. Jetzt werden wir erstmal einer. So, hier waren keine Skelette mehr. Nee. Und somit haben wir schon wieder die nächste Quest erfüllt, wo ich dann aber erstmal gucken müsste, wen die gehört hat. Hier haben wir dann auch nichts mehr. So, wir haben nichts angefasst, wir haben uns noch umgeguckt. Wir haben auch nichts mitgenommen, überhaupt nicht. Und zwar waren die ja alle irgendwo mit hier hinten gewesen. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Ja, ich guck nur, ob da irgendwelche Leute sind und es hängt gerade sehr. Ob hier irgendwo jemand drin ist, weil klauen möchte ich gerade im Moment eh nicht. Okay, was kannst du mir beibringen überhaupt? Was kannst du mir beibringen? Geschick, ach so, hier schleichen, ja. Können wir aber alles nicht machen, weil wir nicht diese... Doch, wir haben wieder Lernpunkte. Wie viel haben wir denn? Haben wir dafür jetzt ein neues Level abbekommen? Ja, wir sind Stufe 10, wir haben wieder 10 Lernpunkte bekommen. Wow. Ach schlau, die heben wir uns erstmal auf. So, Rekrut. Ach, jetzt sind, laufen wir gerade wieder zurück. So, hast du was? Nee, du hast. Jetzt ist nicht die Zeit du hast zu reden. Auch nichts für mich. Was kannst du mir über Hemmler sagen? Was kannst du mir über Hemmler sagen? Einer der Rekruten, nicht wahr? Er wollte mir mal Brauke verkaufen, aber ich habe abgelehnt. Brauke. So, was hast du noch mit für uns? Okay. Was ist? Nix. Hallo. Was ist los? Du willst auch nichts mit mir bequatschen? Schade eigentlich. Er kann auch nichts mit uns bequatschen. Was ist ja? mit dir? Was geht? Ich muss nachdenken. Die müssen alle nachdenken und sind beschäftigt. Das ärgert mich gerade, weil ich möchte doch sogar mit den Leuten reden. Aber mit denen haben wir was. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Ich habe nicht daran gezweifelt. Dankeschön. Wenn du soweit bist, werden wir mit dem Studium der Kristallmagie beginnen. Und wenn deine anderen Prüfungen erledigt sind, werden wir dich in den Bund der Magier aufnehmen. Okay. Hast du denn... Halt! Keinen Durchgang. Ach. Kannst mich mal... Hast du noch irgendwas? Kennst du Hemmler? Kanntest du Hemmler? Hemmler? Er war doch ein Freund von Harlock. Falls Harlock überhaupt sowas wie Freunde kennt. Was heißt das? Harlock ist ein Pirat. Es heißt, er war Smutje auf der Eleanor. Und sein Hackebeil hat er nicht nur in der Kombüse geschwungen. Harlock ist einer der Schlimmsten. Er hat eine Menge Leute auf dem Gewissen. Aber mit Hemmler hat er sich gut verstanden? Sag ich ja. Was ist mit, was ist... Was ist die Eleanor? Eleanor. Was denn? Du kennst die Eleanor nicht? Sie ist das Schiff des berüchtigsten Piraten vom Nordkap bis zur Südspitze. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. So, so. Was weißt du noch über diesen Stahlbart, außer seinem Namen? Nicht viel. Nur, dass man ihm besser aus dem Weg geht, wenn man keinen Ärger haben will. Es wird behauptet, er sei noch vor kurzem in der Hafenstadt gesehen worden. Weiß der Gürger, was an der Sache dran ist? Verstehe. Okay, dann mach mal deine Arbeit weiter und wir schauen uns mal hier um, ob hier noch irgendwo jemand ist. Was ist? Was ist? Kannst nicht mal. Ist es schon wieder dunkel? Nee, noch nicht. Hier ist hier die Bibliothek, da waren aber auch welche drinnen. Hier, ich habe dieses Buch. Hier, ich habe dieses Buch. Du erstaunst mich. Wo hast du es her? Gefunden. Vom Friedhof. Ach, scheiße. Da kann ich es ja auch nicht finden. Was macht es denn auf dem Friedhof? Sie sammeln dort viele Artefakte und altes Wissen. Verstehe. Ich werde es in die Bibliothek stellen, wenn ich es gelesen habe. Dann geht es nicht verloren. Du hast was gut bei mir. So. Was brauche ich, um eine Spruchrolle der geringen Heilung zu schreiben? Das ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Heilkraut.
Okay, was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Stärke. Mann, ich will noch stärker werden, Leute. Komm, Leute, ich mach das jetzt mal. Ich will stärker werden. Gut so. Und gleich nochmal. Ich will stärker werden. Weiter so. Ja, Leute, das musste ich jetzt einfach mal machen. Jetzt sind wir schon bei 62. Hohe Stärke ermöglicht es dir, besser Waffen zu benutzen. Außerdem verursachst du im Nahkampf mehr Schaden. So muss es sein. Nee, gut, ja, Aufgaben. Wir brauchen noch mehr Aufgaben. Oder zumindest wir müssen noch mehr lösen. Wer wollte jetzt denn diese blöden Äpfel noch haben? Es wird gerade schon wieder dunkel, aber das schaffen wir, glaube ich, noch alles. Ach, hier, unser Meister hoch durch, eben. Okay. So, der wollte nichts von uns. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wer wollte diese Äpfel. Automatisch speichern. Ich habe die Weisheit im Kampf gefunden. Ich habe Weisheit im Kampf gefunden. Du hättest mir auch sagen können, dass es sich um ein Buch handelt. Ja, aber das wäre nur halb so witzig gewesen. Es ist ein gutes Buch. Du solltest es lesen, falls du das noch nicht getan hast. Ja, habe ich. Du kannst das Buch behalten. Wenn du es durch hast, gib es einem, der es lesen wird. Diesen Teil meiner Prüfung hast du bestanden. Gut. Ja? Also brauche ich gar keine mehreren Prüfungen. Von dir. Rekrut. Was guckst du so? Rekrut. Nee, will ich nicht. Hab ich ja schon. Hast du noch was? Jetzt nicht. Nö. Rekrut. Kato. Auch nichts. Du noch irgendwas? Kanntest du Hemmler? Junge, wir leben hier alle zusammen. Jemand nicht zu kennen, ist verdammt schwierig. Hattest du viel mit ihm zu tun? Nein. Er hat sich seinen Stab geholt und... Und was? Naja, ab und zu hat er mir Brauke besorgt. Hey, aber ich habe ihn immer gut dafür bezahlt. Okay, na gut, dann zeig mir mal deine Waren. Zeig mir deine Waren. Ha, ein Speer, ein Enter-Messer. Ein Entermesser-Schwert mit Klingenschaden 25, ein normales Schwert mit 15, 10, eine Axt mit 20, das ist alles Mist hier. Kleines Schild. Und die Sachen, die wir ihm mal verkauft haben, das können wir also dann mal irgendwann wiederholen. Das machen wir jetzt aber auch gleich wieder. Weil wir das ganze Zeug eigentlich nicht alles brauchen. Ach, Heilkraut, behalten wir mal. Hier haben wir wieder diese Heldenkrone. Erwischt kommen für mächtige Tränke, kommen weg.